Hallo, ich bin Alex und ich zeige euch heute, wie einfach es ist, eine verstellbare Duschstange mit verstellbarem oberen Wandhalter zu installieren. Klingt kompliziert, ist es aber nicht. Hier erst einmal eine Übersicht der mitgelieferten Teile und natürlich das benötigte Werkzeug, wie zum Beispiel einen 6er Steinbohrer und einen Kreuzschraubendreher. Überlegt euch vorher genau, wo die Stange angebracht werden soll. Das könnte zum Beispiel abhängig von den räumlichen Gegebenheiten oder auch der Körpergröße sein. Die obere Wandhalterung ist höhenverstellbar, damit ihr gegebenenfalls bereits vorhandene Bohrlöcher nutzen könnt. Habt ihr einen geeigneten Platz gefunden, könnt ihr die Stelle mit einem Stück Klebeband markieren und das obere Bohrloch anzeichnen. Wenn gebohrt werden muss, benutzt auf jeden Fall einen Steinbohrer. Und wenn ihr in Fliesen bohrt, eine Bohrmaschine ohne Schlag. Anschließend die beiliegenden Dübel einstecken. Nun befestigt ihr den oberen Wandhalter mit der mitgelieferten Schraube. Danach den unteren Wandhalter auf die Duschstange stecken. Der kleine Pin muss im Loch der Stange einrasten. Nun die Stange von unten in den oberen Halter schieben. Jetzt die Stange mit der Wasserwaage ausrichten und das untere Bohrloch markieren. Dann bohren und auch hier den Dübel einstecken. Den Gleiter schiebt ihr nun über die Stange. Mit diesem könnt ihr Höhe und Winkel der Handbrause individuell einstellen. Nun die Stange an der Wand festschrauben. Nun fehlen nur noch die Chromblenden. Diese schiebt ihr einfach von vorne über die Kunststoffhalterung. Handbrause mit Schlauch verbinden und einhängen. Geschafft! War doch ganz einfach.